Ja, hallo liebe Styx-Freunde, Meuchler, Schleicher, Antihelden, da sind wir wieder. Und zwar hocken wir in der Ecke. Und nein, wir haben keine Häufchen gemacht, auch wenn es diese braunen Stücke da vermuten könnte. Das ist Kohle. Ja, und ich muss es wissen, ich stehe daneben. So, ja, wir sind wieder hier und müssen uns zur Botschaft, zu Querberis schleichen. Das ist auch die einzige Mission, die wir haben. Die Münzen habe ich jetzt beim letzten Mal nicht gesammelt. Das ist bei dieser Schleichaktion immer sehr schwierig. Oh, der segelt aber schön, ne? Hübsch. Hat aber auch keine Sau interessiert. Gut. Also, wir schleichen uns jetzt ganz, 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 ganz und so. So. Das nützt uns aber nichts da. Aha. Ich habe mir schon sowas gedacht, dass da was triggert, wenn ich... So. Boah. Glaub du mal, dass ich da bin. Ah, da kommt dummerweise noch einer rum, schade. Jetzt hätte ich mir den schnappen können. Ach, da hätte ich mich besser hinlegen sollen. Dann hätte ich den von unten vielleicht schnappen können. Mist. Ah, verdammte Axt. Okay. Das könnte jetzt schief gehen. Okay. Ich hatte gehofft, ich könnte da nochmal kurz ebenso irgendwie... Und so, ne? Dem war aber schlauerweise nicht so. Na gut. Wir versuchen es mal. Auch diesen Weg kennen wir ja ganz gut. Da haben wir auch keine Münze, die war eventuell... Ah, Sand. Sand ist schön. Nehmen wir mal mit. Die Jungs schwatzen da noch. Ja. Und laufen da lang. Genau. Ah, der sieht den, der sieht den. Na gut, kommt der hoch oder rennt der da... So. Oh ja, okay. Da hätte ich jetzt... Da muss ich gerade mal... Nein, nein, da hat sich keiner bewegt. Ah ja. Ah, lass mich doch da... Ah, okay, da habe ich jetzt keine Chance mehr. Aber aus der Entfernung... Ah, Mist. Okay. Okay. Ups, Entschuldigung. Da habe ich ins Mikro gekommen. Da hätte ich jetzt gedacht... So. Aber von hier aus irgendwo runterkommen kann ich auch nicht, ne? Da geht's nur böse runter. Die triggern jetzt zwar hier so los, aber... Hm. Oh, der kommt direkt zurück. Ist das ein Mist? Ah! Styx, du Idiot! Der erwischt mich immer noch.
das hatte ich eigentlich vor. Au, au, au. Ah, jetzt ruft hier unten eventuell auf den Plan, habe ich vielleicht gehabt. Ich habe aber jetzt ganz schön Federn lassen müssen. So, den nächsten immer runterziehen. Klappt ja ganz gut. Ja, dann war es das hier. Trotzdem nicht schön. Nicht das, was ich wollte, aber der hat einen Lebenstrank. Was? Lebenstränke voll? Ah. By the heart of the tree. Oh. So. Mal gucken, ob der sich beruhigt. Unbelievable. Where does this thing come from? Sehr schön. Bin vor seinen Augen, ja, in den Schrank und jetzt hat er mich vergessen. Ja. So. So, und jetzt kann ich dich auch töten. So. Ja, ganz schön dumm, der Junge. So. Na gut, es war ein bisschen hektisch, ich gebe zu. Und direkt am Anfang 4 Leute mitgenommen. Ah ja, nu. Wenn es läuft, dann läuft's, ne? Ja. So. Die kriegen was zum Kuscheln. Schön, Raff. Letzter macht das Licht aus. So. Boah. Die liegen da jetzt halt so rum, ne? Da ist kein Mensch. Da gab es ja vorher ein paar Wachen. Oh, oh. Hallo, junger Mann, was machen Sie denn da? Shit, Kram. Ach, der läuft da lang. Okay. Den erwischen wir dann gegebenenfalls so. So. Ich muss ja aber doch ganz ordentlich hier. Und so. Wollte man nicht da irgendwie noch rum? Nee, leider nicht. Ach komm schon, Jungs, beruhigt euch. Hier ist nichts. Vielleicht können wir da besser runter, als da den Weg entlang. Könnten wir eventuell in der Mitte runter, dann sparen wir uns eine ganze Menge Weg. Aber welchen? Wir müssen ja eh nach geradeaus. Hm? So. Zwar irgendwie bemerkt, aber auch nicht so richtig, nicht wahr? So, der wandert zurück. Ich überlege, ob ich... Naja, bleibt hier mal wachsam. Ob ich nicht dem da hinten auflauere, der jetzt da gleich schnarchibaldisch rumkommt.
Jetzt entdecken die den. Oh, nö. Jetzt entdecken die. Wann haben die den denn jetzt entdeckt, bitte? Ja, einer darf von euch ruhig hier rüberkommen. Den kann ich dann schon mitnehmen, ne? Na gut, das dachte ich mir, dass sie da keinen Bock haben. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Verteilt euch mal wieder. So ist fein. Der da hinten steht einfach nur stumpf rum. Ich meine, ich könnte mir den Kill ja da auch sparen. Ich meine, der... Wenn ich da außen rum gehe, dann habe ich da eh keinen Stress. Aber es weg, es ist weg. Ne? Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Ritt. Oh. Ah, komm her. Komm her, Hasenfuß. Ah, da darfst du auch rum. So, den wollte ich doch haben. Oh, die sind alle sehr weit weg. Warum der so stumpf rumsteht, weiß ich auch noch nicht. Arg alleine und so ganz ohne Überwachung, ne? So. Ah, Mist! Er hat einen Lebenstrank. Scheibenkleister. Und da haben wir direkt mal drei, vier. Ja, da ist das Spiel rausgetappt. Ich weiß nicht warum und ich muss es wieder schneiden. Na ja, gut. Passiert. Ist zwar doof, nervig, aber nun ja. Gut. So. Gehe ich den langen Weg, der unnötig ist, oder versuche ich, wenn ich da komme, ich da heile runter? Ja, wenn ich natürlich springe den ganzen Weg, dann schon. Unten gab es ja auch noch so einen Gang, der... So, ich gehe mal trotzdem aber diesen Weg nochmal hier lang. Ist gerade so ein bisschen sicher, ne? Hier gibt es nichts zu sehen. So. Kann ich mich da... Ja. Ach, da könnte ich wieder hoch. Will ich das denn? Eigentlich so richtig nicht, ne? Wobei ich eigentlich noch mal in diese Richtung hier wollte. Ich könnte natürlich auch Spaß. Um die Jungs da unten so ein bisschen. Oh, das nützt mir auch nichts. Hätte gedacht, ich. Ah doch, ich habe sie aufgescheucht. Nämlich natürlich da sieht. Ah, da steht noch ein anderer rum. Ah. Er macht da einen langen Weg, der hat Gold hat, der kommt auf uns zu.
gehen ja ganz schön scheiße hier, ne? Ja, ganz schön blöde Wege, finde ich. Ach, der ist weg. Okay. Können wir jetzt momentan ganz gut dran vorbeischleichen. So. Da haben wir doch das Vogelnetz. Ich erinnere mich. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Wege, aber das hätte ich auch nachgucken können mal wieder. Ich denke nicht dran, aber gut. So. Ja, münzentechnisch bin ich momentan ein bisschen faul, ich gebe es ja zu. Auch hier steht keiner rum, den wir hier irgendeine Art und Weise. Oh. Da hinten ist eine Münze, aber ich echt bei. Mal gucken, was uns der Ritter da nicht sieht. Ansonsten kommen wir da ganz. Oh, da ist ein Wurfmesser. Haben wir denn da noch irgendwo eins? Ja, nee. Warum haben wir denn das ganze Zeug plötzlich nicht mehr? Ich dachte, ich hatte so viel. Na gut. Nehmen wir es mal mit. Warte mal, bis der Ritter da weg ist. So. Immer noch einfach nur Kerberos finden, okay. Ah, das ist ein Ritter. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich den nicht angreifen und töten? Okay. Ich glaube, da oben gab es aber auch nichts, was ich noch holen könnte. Da oben könnte ich versuchen, lang. Probier ich das gleich mal. Ah, der trinkt da. Nee. Das ist leider zu hoch. Naja. Halt die Backen. So, ja, da könnte ich da lang, da lang, da lang. Ah, nee, der kommt wieder zurück. Na, warte mal kurz. Also, rein vom da durchkommen geht sogar einigermaßen. Aber ich glaube, ich mache hier auch ein Päuschen. Die Folge ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, wir schleichen für den Frieden. Und zurück zu Styx.